Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um Giovanni. Giovanni ist wieder da und hat Kryptologia mitgebracht. Das habe ich auch gleich mal heute Morgen bekämpft. Habe es noch rechtzeitig geschafft, die App zu starten, sofort in meinen Itembeutel zu gehen und sogar noch den Radar einzuschalten. Und dann, als der Ballon aufgetaucht ist, war tatsächlich Giovanni drin. Seit dem 9. November ist jetzt also Giovanni wieder da. Wir bekommen zwei neue Seiten für die Hooper-Forschung, missverstandenen Schabernack heißt die Spezialforschung. Die Team Go Rocket Bosse Alolan und Sewa haben andere Pokémon und werden sehr lange wahrscheinlich auch wieder zur Verfügung stehen. Ihr könnt Frustration vom 9. November 0 Uhr bis 14. November 20 Uhr Ortszeit ändern mit einer ganz normalen Lade-TM. Also nicht vergessen, nicht verpassen und auf jeden Fall benutzen. Während wir Frustration verlernen können, kommen auch häufiger Team Go Rocket Rüpel an Pokestops und in Ballone. Die Ballone tauchen alle 3 Stunden auf. Ein weiteres Highlight von diesem Event: Skalük wird jetzt nun als Shiny veröffentlicht. Ja, Mahlzeit. Hätte man das nicht am 1. November machen können? Vielleicht so, wäre vielleicht ganz cool gewesen zum Feldforschungsdurchbruch und gleich dann auch noch als Shiny. Aber dann wird es einfach 9 Tage später gemacht. Weiß nicht, wie ich das finden soll. Naja, es gibt eine Feldforschungsaufgabe, die ich euch gleich zeigen werde. Bei dem aktuellen Event Lichtfestival gab es ja schon exklusive Feldforschungen an Pokestops. Und da ist jetzt eine Aufgabe dazu gekommen: besiege ein Team Go Rocket Boss für ein Skalük. Bei der Spezialforschung missverstandener Schabernack bekommen wir 2 neue Seiten. Ihr sollt Team Go Rocket Rüpel, Bosse und Giovanni besiegen. Dafür gibt es auch schöne Belohnungen, Hundemon Energie, Absol. Und auf der letzten Seite müsst ihr gar nichts machen. Da bekommt ihr einen Zwirfinst und 20 Hooper Bonbons. Das ist doch eigentlich ganz hübsch. Ihr habt Zeit, noch bis 26. November diese Forschung abzuschließen. Wenn ihr sie abschließt, bekommt ihr automatisch danach eine weitere Spezialforschung. Wenn ihr es nicht schafft, könnt ihr aber ein Ticket kaufen, um die zweite Spezialforschung dann doch noch zu bekommen. Die neue Aufstellung für Team Go Rocket Bosse und Giovanni habe ich euch hier mal angezeigt. Giovanni hat natürlich wieder Snobillikat an 2. Stelle unterschiedliche Pokémon, das ist dann Zufall, Rehornior, Kingler oder Nidoking. Als letztes Pokémon natürlich Lugia, das ihr dann auch als Belohnung bekommt. Alo wird an 1. Stelle ein Skorkler haben, Sirwa wird an 1. Stelle ein Nidoran haben und Cliff wird an 1. Stelle einen Slimer haben. Natürlich sind diese 3 Pokémon wieder als Shiny verfügbar. Auf dieser Infografik könnt ihr unterhalb des Pokémon sehen, welche Schwächen dieses Pokémon hat. Das wird aber nicht ganz ausreichen. Wenn ihr wirklich Lugia besiegen wollt und ihr habt Probleme mit Lugia, dann müsst ihr euch ein bisschen mehr als nur mit Schwächen beschäftigen. Nämlich auch mit Resistenzen und welche Auswirkungen hat welche Attacke. Ich habe für Giovanni 4 Anläufe gebraucht, um das richtige Pokémon gegen Lugia zu finden. Mein Kryptologia hier von Giovanni hat Drachenrute. Die Attacke ist mega heftig, je nachdem welches Pokémon einsetzt. Also wenn man zum Beispiel Trikefalo einsetzt, dann ist das Trikefalo nach 3 Zügen schon vorbei. Ungefähr 3 Zügen. Lugia hat 2 unterschiedliche Sofortattacken. Einmal Sondersensor und Drachenrute. Bei Drachenrute sollte man ein Feen-Pokémon einsetzen, da wäre die Attacke nämlich immun. Und gegen ein Stahl-Pokémon wäre es nicht sehr effektiv. Deswegen am besten sucht man ein Pokémon, das eine effektive Attacke hat gegen Lugia und gleichzeitig von Typ Stahl oder Fee. Bei Sondersensor sieht es dann folgendermaßen aus. Hier haben wir eine Immunität auf Unlicht. Das heißt, da könnte man auch ein Unlicht-Pokémon einsetzen. Oder ein Psycho- oder Stahl-Pokémon. Da wäre die Attacke nicht sehr effektiv. Ich bin ja mal gespannt, welcher Team Go Rocket Boss besonders schwierig wird. Ich würde jetzt mal schätzen, dass Alo mit Lapras und Relaxo hinten drin tatsächlich ein richtig schwerer Brocken werden könnte. Ich bin mal gespannt und sobald ihr Erfahrung gesammelt habt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben.
Kryptologia könnte man ja auch in der Go-Kampf-Liga einsetzen. Aber wie sieht's da aus? In der Superliga ist es auf Platz 165. Da würde ich es jetzt nicht einsetzen. In der Hyperliga ist es auf Platz 85. Ist vielleicht ganz okay, aber würde ich dort auch nicht einsetzen. Dann in der Meisterliga ist es aber auf Platz 6, wobei das normale Logia mit XL-Bonbons eh besser ist. Also da würde ich es jetzt auch nicht für pushen. Meisterliga Classic, da wäre es auf Platz 15, wobei das normale Logia auch auf Platz 4 wäre. Also muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und das war es eigentlich schon. Es gibt keine weiteren Einsätze. Also das normale Logia ist in der PvP-Liga besser als das Krypto, also ihr müsst nicht mehr Sternenstaub dafür ausgeben, weil es ist ja schließlich teurer, wenn man ein Krypto-Pokémon pusht statt ein Erlöstes. Das heißt aber nicht, dass ihr das Lugia erlösen sollt. Nee. Dann setzt es halt nicht in der PvP-Liga ein. Hebt euch das Krypto-Lugia gut auf, weil es könnte sein, dass wir es bei irgendeinem Raid-Boss richtig gut gebrauchen können. Welchen, weiß ich aktuell nicht. Und ich weiß auch nicht, wie hoch der Schaden pro Sekunde von einem Kryptologia aktuell aussieht. GamePress hat leider noch nichts veröffentlicht. Außerdem muss man dazu sagen, ein normales Lugia kann man ja, wer weiß noch wie oft fangen, ein Kryptologia vielleicht nur einmal in seinem ganzen Pokémon Go-Leben. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!